Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW War of the Lich. Ich wollte es als War of the Lich sagen. Wie ihr seht, habe ich gerade noch eine Quest angenommen, und zwar eine Daily, wo wir so Kisten einsammeln müssen, die auch so rumfinzeln. Wie ihr schon sehen könnt, geht jetzt schon los hier. Wenn wir etwas höher sind, ist das kein Problem für uns. Aber wie uns die eine Mine gezeigt hat, werden wir zu viele pullen. Das ist sehr wohl ein Problem für uns. So, gucken wir mal hier rein. Das sind ja nicht mal schnell respawn. Genau, diese Kisten sind quasi die Daily. Dem Klick kann man noch nichts mehr angreifen. Da ist er. So, was haben wir denn hier sonst noch so? Nee, da war das noch nicht. Ups. Mit Dailies. Da stand nämlich immer tägliche Quest. 1 von 25. Man konnte nämlich nur 25 tägliche Quests machen. Also musste man sich, je nachdem, was man haben wollte, genau überlegen, was möchte ich, wo möchte ich Ruf haben. Je nachdem war das teilweise echt schwierig, wenn du dann diese Rudi erst gemacht hattest. Oder bin ich vielleicht noch hier oben? Ist da eine Eiskrone, um zu Nierplatz ein paar Quests zu machen? Weil die gab es ja auch noch. Das war heftig. Ah, das war dann ein Aufbau. Damals war es so, dass man das Aufbau im Boden ist. Damals, zu dem Zeitpunkt, als das Haus kam quasi, das war ich den Rudi schon ehrfürchtig. Einzeln aufsammeln. Das ist ganz toll, wenn man beispielsweise Stoff oder so gefarmt hat in alten Instanzen, muss man ja alles einzeln umklicken. Jeden einzelnen Mob. Man muss ja recht schnell sein, weil die sind dann despawned. Ja, da gab es kein Massenplündern. Das ist etwas, was mir auch sehr, sehr fehlt. Oder wo ich froh bin, dass es das mittlerweile gibt. Drin. Da ist einer. Da vorne noch einer. Ich bin mal gespannt, was als nächstes Addon kommt. Ich habe jetzt gehört, dass eventuell ein Unterwasser-Addon kommen soll. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen könnte. Bin ja nicht so der Unterwasser-Fan, wie damals mit ich weiß gar nicht, wie ich sehe, dieses doofe Gebiet. Und da was anfing, das Seepferdchen bekommen hatte. 2 Gold und 3 Gold und. Das 3 Gold, was haben wir sonst noch hier? Nö, nichts Besonderes. Seid acht. Lasst uns ein wenig plaudern. Gefasst, 500 Ruf gab's.
Alle Quests nur 250, also schon nicht ohne. Wer weiß, ich glaube, da müssen wir hin, dahinter. Eine komische kleine Insel. Ich will mal ranzoomen. Da gibt es. Typen der Besuchung, meine ich. Ja. Genau. So, jetzt müssen wir gleich finden. Ich leg die hier irgendwo. Ach, das geht ja gar nicht. Ich kann nicht aufmuten. Schade. So. Auch die Quest gerne, ne? Das ist wirklich easy teilweise. Aber es liegt daran, dass ich die einmal kenne und... Dass wir 75 sind statt 70. Nur Müll leider. Ja. Toll, dann für mich das eher zum Buchen. Ich hab ihn erschlagt. Ach, guck der kann. Da muss man warten. Ist der kommt oder so? Mit dem Boot? Ging doch easy, ne? So. 3,14, 10. Nehmen wir das. Fehlt euch etwas? Zu den Hafen reisen, wo es denn die nächsten Kaloak-Quest gibt. Wenn man einen gewissen Ruf hat, Kaloak, dann meine ich mich zu erinnern, gibt's Dailies. Aber machen wir erstmal hier weiter. Macht glaube ich mehr Sinn. So, da dann machen 5 nach 15 Uhr, ne? Keine schöne Quest. Aber gut, wir müssen sie ja machen. Tiere tötet hier, ist man blutbefleckt und dann darf man nicht hin zu den Questgeber gehen. Denn sonst killen die einen. Die Greepies. Oh, Goldklee. Oh, hab ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Die Lappen. Die Schmierlappenohren kriegen wir von denen hier. Schön. Jabbat. Tierblut.
Genau. Mit richtigem Kopf. Jackpot? Nein, doch nicht. Dann wurde bis jetzt selber die Haut abgezogen. Die Bestie. Da laufen Rehe rum und er sagt die Bestie. Steak, Mr. Set. Okay. Die sagen ja lustige Sachen. Nie darauf geachtet, glaube ich. Aber eigentlich da selber immer wieder. Und hiermit müssen wir nachher die Gelbe befreien aus den Fallen. Man schlägt sich durch hier, durch die Quest, zack, zack, zack. Und damals am Anfang, als das hier war, man konnte gar nichts tun, weil das alles so überfüllt war. Es war der Wahnsinn, wirklich. Bei Draenor ging es damals eigentlich, und Legion. Und Legion weiß ich nicht so genau mehr. Lustigerweise, aber ich glaube, hatte ich auch, am nächsten Tag musste ich arbeiten. Das ist eher schwierig, sag ich mal. Hier Rottel K. Habe ich damals auch nicht mit Release quasi direkt angefangen. Nur ein paar Stunden später. Aber trotzdem war das so cool. Animation, weiß nicht. Ist irgendwie fast. Okay, und wir droppen irgendwas. Manchmal wollen die nicht sterben. Teilen, bevor das auch noch fragt. Ja. Wo ich die Ohren droppen alle. Ja, kurz nach da. Geht nicht. So, mal die Aufräumtaste. Leider gibt es die hier noch nicht.
Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW War of the Lich King, und lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.